whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in der Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute besichtigen Sie mit mir die Loch Lomond Distillery. Die Brennerei liegt am Südende des Loch Lomonds im kleinen Städtchen Alexandria. Ja, und ist eine große Brennerei, eine wirklich große Brennerei in industriellem Ausmaß wird hier Grain Whisky und Malt Whisky hergestellt. Nichts ist wirklich klein. Hier die Gärbehälter, ein Teil der Gärbehälter für die Grain-Produktion. Hier das Brennhaus der Loch Lomond Brennerei. Eine Besichtigung ist nicht möglich, deshalb zeige ich vom Inneren nur eine Dia-Show. Hier rechts die Washbacks für die Malt Whisky. Produktion, ja, auch eine ganze Menge. Und hinten links sieht man schon Kupfer der Brennblasen. Dies sind zwei Column Stills, voll isoliert zum Wärmeschutz. Innen drin kupferne Column Stills. Links ein Receiver, dann die Inchmurrin Stills und ganz hinten die Loch Lomond Stills. Nicht zu wechseln mit den Lomond Stills. Hier ein Getreidesilo mit Förderkanal darunter. Das geht zur Mesh-Tun. Ja, die Mesh-Tun ist wirklich groß. Links die Förderschnecke. Und im Vordergrund dann links ein Fenster zum Hineinsehen. Hier im Vordergrund die Inchmurrin Stills. Schön zu sehen, der gekühlte Hals der Brennblasen. Und in diesen Hälsen sind noch Böden drin, die einen stärkeren Reflux, eine stärkere Trennung des Inchmurrin-Malts bewirken. Deswegen sind die Inchmurrin-Malts so fruchtig und leicht. Hier klassische Potstills, bemerkenswert die extreme Birnenform wie bei Lagavulin, um einen starken, intensiven, kräftigen Malt zu bekommen. Links die Wash-Still mit dem Fenster. Jetzt sind wir wieder draußen und fahren zwischen den Lagerhäusern hin und her. Wirklich viele und große Lagerhäuser. Hier noch einmal ein Blick auf das Brennhaus. Das Areal ist wirklich groß und Flüssigkeiten werden hier per Pipeline gepumpt. Die alten Backsteinbauten stammen von einer alten Gießerei, einer Eisengießerei, die für die Schiffswerften am Clyde Gusseisen produziert haben. Mit dem Verblassen des Schiffbaus am Clyde wurde auch diese Gießerei aufgegeben und die alten Hallen in Lagerhäuser umgewidmet für die Brennerei. Ja, hier in diesen Häusern erfolgt die Abfüllung des Whiskys. Die Whiskyfässer stehen auf Paletten, wie sie in den Lagerhäusern dann gelagert werden. Ja, und in diesen dunklen Lagerhäusern von vorhin befindet sich auch eine Fasswiederaufarbeitungsanlage, ein Rejuvenating von Fässern, wo die Fässer innen drin ausgebürstet und erneut ausgebrannt werden. Hier rechts in den Gebäuden. Lagerhäuser, soweit das Auge sieht. Ein Teil des alten Areals wurde in ein Factory Outlet umgewandelt, hier im Vordergrund. Und im Hintergrund erhebt sich die gewaltige große Brennerei mit ihrem Kamin. Hier wieder Gärbehälter für die Grain Whisky Produktion. Überall dampft es, aber die Feinstaubverordnung vom Jahr 2000 sorgen dafür, dass aus dem Kamin es nicht raucht. Die Whisky Brennerei ist
faktisch 24 Stunden, 365 Tage im Betrieb. Der Zahn der Zeit nagt an diesen alten Hallen. Kein Problem für unseren Whisky, der darin reift. Die Whisky-Pipeline zur Abfüllung, direkt aus der Brennerei. Hier nochmal ein Blick auf die Gärbehälter für die Grain-Produktion. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.